Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Banjo-Tooie. In der letzten Folge habe ich resigniert und zwar mit den Leveln, mit einigen Leveln. Aber in dieser Folge werden wir nochmals ins Wolkenwonnenland gehen und da so ein bisschen den Rest, den ich hinkriege, holen und dann mal gucken. Genau, da müssen wir für uns... Nee, wir müssen ins Ödland, nicht ins Zupfgebiet. So, ich will nicht... Nee, Ödland. Genau dahin müssen wir. Wenn ich denn wieder ins Wolkenwonnenland möchte, weil der Eingang ist ja nicht beim letzten Warp, wie man das vielleicht denken würde. Nee. Da hat sich Rare was ganz Geschicktes eingefallen lassen. Verwirren wir die Leute doch einfach mal, indem wir es auf die gleiche Ebene packen. Ha! Ist doch lustig. Nee, ja, total. Wow! Ich mag die Musik in dem Level immer noch. Wow! Wow! So günstig! Ah, das ist ein Warp. Das, ja, doch. Warp ist richtig. Ich hab nur einen Warp aktiviert. Hey, da ist ein Jinjo. Jinjo Nummer 5 von 6 in der roten Familie. Yay. Fehlt also nur noch einer. Den habe ich wohl vorher voll ignoriert. Okay, das hier ist der Eingangsbereich. Also der Anfangsbereich, so rum, nicht der Eingangsbereich. So. Autsch. Hätte ja sein können, ich komme da direkt oben ran. Ich will jetzt einfach nur erstmal gucken, welchen Ausgang ich denn hier für bestimmte Dinge nehmen muss. Okay, hier war das. Weil ich ja nochmal so versuchen kann. Zur Not mache ich es dann einfach so, wie es eigentlich gedacht ist. Okay, nicht, wenn ich daneben springe. Weil eigentlich muss man Mumbo finden. Und mit ihm denn da einiges machen. Wo muss ich mit Banjo jetzt eigentlich nochmal hin? Wo war das jetzt? Ach, da muss ich ja eh erst mit Kazooie hin, wenn dann. Ist mir gerade so eingefallen. Ach, jetzt bin ich wieder den gleichen Ausgang gegangen. Natürlich. Das bringt mir auch so viel. Hallo, friss nicht meinen Input, liebes Spiel. Oh, das Spiel ist mal wieder voll hungrig. Banjo-Tooie, oh, nom nom nom, Input! Ich muss aber erstmal gucken, ist das jetzt der rote Ausgang, aus dem wir raus müssen? Alter, wie viele von diesen Viechern sind denn hier? Boah! Unglaublich, wie nervig die Teile sind. Kling, kling! Hey, ich hau dich mit der Blume! Hier ist auf jeden Fall erstmal Mumbo. Nein, hier war Mingi Jongo drin, oder? Ja, yep, hier war Mingi Jongo drin. Ha. Und den haben wir ja schon besiegt. Also raus da. Das Spiel kann leicht frustrierend sein.
Einfach aus dem Grunde, weil man halt manchmal einfach nicht weiß, what the fuck geht hier ab? Da ist eine Ranke. Was kann ich bitte schon an dieser Ranke machen? Damit komme ich hier hin. Da war das, was ich gesucht habe, gerade eben, glaube ich. Was ich eigentlich gesucht hatte. Vielleicht komme ich aber jetzt an eine andere Stelle, wo ich hin will. Nee, das ist der Mülleimer. Zu dem wollte ich garantiert nicht. Spuckst du mich bitte wieder dahin zurück, wo ich herkomme? Wow! Und Banjo fliegt! Boing. Gut, jetzt darf ich also nochmal hier rüber, die Ranke hoch. Ah, dieser Lichtschein ist so unnötig gerade gewesen, dass es schon wieder störend war. Wenn man in die Sonne guckt, alles kein Thema. Und der Effekt dann kommt. Das ist kein Ding. Aber so war das jetzt irgendwie ein bisschen unnötig. Einmal Noten. Muss ich mal gucken. Das ist von da aus gesehen. Da und da müssen da irgendwo Ploppschuhe sein. Warten. Sehr gut. Denn irgendwas muss ja hier sein, womit wir uns hier rüber grabben können. Außer ein paar Eiern, wollte ich gerade sagen. Aber das scheint egal zu sein. Was? Ich war 2 Zentimeter. Ich beschwöre mich nicht mehr. Mir egal. Ich ignoriere jetzt sämtliche Versuche von diesem Spiel, mich zu verarschen. Irgendwann vergeht ihm einfach mal die Lust daran. Wieso Mobber halt? Leute, die mobben, die haben einfach Langeweile und wissen einfach nichts mit sich anzufangen. Meinen dann Leute wie mich nerven zu müssen. Was? Ich bin blöd. Ich wollte mich gerade selbst verteidigen und habe vergessen, dass B Canceln der Schuhe ist. Ah, Mann, warum musste man so viele von diesen hier hinstellen? Spawnrate von over 9000. What, 9000? Das war meine schlechteste Nappa-Imitation, die es jemals gab. Von mir. Halt. Ja, Springschuhe. Wofür? Ach so, mit den Springschuhen komme ich dann an diese eine Tür, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man da hoch? Nämlich dahin. Machen wir das erstmal. Das interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Lasst mich in Ruhe. Aha! Nein! Dieses Spiel ist manchmal echt frustrierend. Ganz ehrlich, dann springt er mal zu weit, dann mal nicht weit genug, dann frisst er Inputs, dann macht er hier was nicht, dann macht er da was nicht. Das klingt jetzt, als wenn ich mich einfach nur beschweren würde, aber spielt es mal bitte selbst auf dem N64. Nicht auf dem Emulator, sondern wirklich direkt auf dem N64. Und dann wisst ihr, was ich für Probleme mit diesem Spiel habe. Wie gesagt, das Spiel im Allgemeinen ist gut. Nur eben ist sowas wie Framerates, Inputs und so. Das wird sehr oft nicht genommen. Da gibt es sehr viele Übersetzungsfehler, was Controller auf Spiel angeht. Und wie gesagt, was auch die Frames und so angeht, ist das manchmal echt einfach nur eine Plage.
So, jetzt machen wir hier wieder einen auf Ausbrüten. Tada! Und das Vieh kann ja Benjo in seinen Rucksack nehmen. Und dann, genau. Rein theoretisch muss man mit Benjo darüber, um zu dem Käse zu kommen. Aber da frage ich mich gerade, hä? Wie soll man mit Benjo bitte schön da hochkommen, erstmal? Das macht für mich gerade überhaupt keinen Sinn. So, da sind die Schuhe, auf der anderen Seite sind die Plop-Schuhe. Wenn ich nicht runterfallen. Ach. Jetzt wieder einmal komplett rum und wieder 10.000 von diesen Viechern, die überall sind. Das ist jetzt halt nicht mal meckern auf hohem Niveau, die sind einfach nur nervig. Und sie kommen halt einfach immer random aus dem Boden. Sehr gut. Jetzt die Wand hoch. Und hier war doch am Ende noch so ein Dings. So ein Ei oder nicht? Genau. Nein, nicht schon wieder. Tada! Und das ist noch so ein Vieh. Ich muss als Benjo also wieder hier hin und das ging über die Ranke und alles. Alles klar. Ist das hier irgendwie einfach mit... Wie im ersten Spiel, mit einem Ei rein? Ne, offenbar nicht. Wo kommen wir hier hin? Das schießt uns wahrscheinlich jetzt einfach nur wieder in die andere Richtung, genau. Gut, das heißt, mit Benjo müssen wir jetzt wieder dahin, um was zu erreichen? Ah, Kazooie läuft mal die Wand runter mit den Schuhen. Was ist ja, was er ja sonst, was sie ja sonst nie gemacht hat. Hat sie wirklich nicht. Egal, wenn ich es versucht habe, hat sie nicht gemacht. Ja, Kazooie ist eine Sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kazooie ist eine Sie. Das ist ein Mädchen. Na, Mädchen, oh mein Gott, wie eklig ist. Nein. Mädchen sind eigentlich ganz schöne Kreaturen der Natur. Mädchen sind schöner als Männer. In meinen Augen. So, mit Mumbo müssen wir hier hin. Mit dem richtigen Mumbo dann. Damit wir dann das Ding da hinten machen können. Das da. Den Pot of Gold. Das Problem ist, dazu muss ich jetzt erstmal Mumbo finden. Zusammen mit Benjo. So. Hä? Dieses Spiel. Ich weiß nicht. Es ist super, aber im gleichen Moment sehr frustrierend. Es ist für mich so eine Berg- und Talfahrt die ganze Zeit gewesen, dieses Let's Play zu machen. Deswegen gab es dann auch manchmal so lange Pausen, weil die Framerate einfach stehen geblieben ist für 3 Jahre. Nee, weil ich manchmal einfach wirklich keinen Dunst hatte, zum Beispiel bei Grunty Industries. Da hatte ich manchmal echt keinen Dunst zu spielen. Weil ich wusste, ach nee, jetzt muss ich da ja noch weitermachen, bis ich irgendwas Neues freischalten kann. Und ja, wenn man schon so irgendwie dieses Gefühl hat, ich möchte eigentlich nicht, sollte man nicht Let's Playen. Das bringt dann nichts.
Man sollte wirklich Let's Plays nur machen, wenn man gerade Dunst zu hat. Wenn man wirklich gerade die Lust dazu hat, aufzunehmen, Fortschritt im Spiel zu machen und sich auch drauf freuen kann. Wenn man sich nicht drauf freuen kann, dann... weiß ich nicht. Wenn man gerade keinen Bock drauf hat, dann bringt das in meinen Augen lang... In meinen Augen nicht viel. Ja, und ich dachte eigentlich, ich kann hier noch voll viel Zeug machen. Aber jetzt muss ich hier, so wie eh und je, erstmal suchen, was ich machen kann. Und wo was war. Ja, ist klar! Schlag mich doch mit deiner scheiß Wiener. Ist mir doch fuck egal. Dann kriege ich halt Wiener ins Gesicht. Bam! Wiener ins Gesicht. Yeah! Oh mein Gott! Das ist so awesome! Das ist nämlich das Einzige, was mich an diesem Level hier stört. Das sind diese Viecher. Die einem eine Blume oder eine Wiener ins Gesicht schlagen. Und einen die ganze Zeit nur nerven. Und du, wenn du dich dann kurzzeitig mal auf die konzentrierst, dann hast du gleich die Scheiße. Weil dann hast du gleich wieder den Orientierungssinn verloren. Jedenfalls ich mit meinem Orientierungssinn, also die Orientierung verloren. Weil du dich halt auf was anderes fokussierst, als da anzukommen, wo du eigentlich hin willst. Und ich will jetzt zu Mumbo. Muss ich jetzt eigentlich zum Blauen oder zum Roten? Das weiß ich gerade nicht. Gut, dass hier auch eine Flugplatte einfach daneben ist. Oh Gott, ich dachte, jetzt falle ich einfach runter. Der richtige Mumbo daran zu erkennen, dass hier unten ein Minjo drin sitzt. Ich wollte jetzt nicht mehr mit Kazooie zuschlagen, aber egal. So. Willkommen zurück, Bärenvogel. Wir haben ein Globo. Wir müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja, natürlich wollen wir deine Hilfe, Mumbo. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja. Es werfen einfach Mumbos... Einfach, werf das einfach in Mumbos Tasche, so rum. Minjo, halt die Fresse! Was? Ey, das gibt's schon nicht. Ja, treff mich halt. Ist mir doch egal. Ich trinke einen Schluck und zeig dir den Finger. Was haben wir denn hier für eine Ranke? Wo bringt uns diese nette Ranke denn hin, wenn Mumbo sich dran festhalten würde? Und diese scheiß Blume mich in Ruhe lässt. Ach, Mumbo kann die Ranke anscheinend nicht hochklettern. Okay. Gut zu wissen, dass Mumbo zwar zaubern kann. Und das ganz cool, aber... keine Fähigkeiten hat, sich an einer Ranke festzuhalten. Kann sich auch nicht an euren Zuckerstangen und Wienern festhalten, Kumpels. Lass ihn in Ruhe, er kann doch nichts dafür, er ist doch nur ein Schamane. Ah, nett, mit Mumbo können wir nicht tauchen. Wie soll ich denn sonst da hinkommen mit Mumbo? Was? Ja. Übrigens. Wenn ich jetzt hier nicht hochgesprungen komme. Doch, gut. Ich wollte mich schon beschweren. Ignoriere meinen Angriff! Leck mich, Vieh! Leck mich, du... keine Ahnung, vierblättriges Kleeblatt oder was ihr darstellen sollt. Aus der Tür bin ich, glaube ich, gekommen. Nein! Okay, gut, falsche Tür. Egal, gucke ich mal in diese hier. Oh mein Gott, es ist so nah. Aber es ist leider das Falsche. Ach, scheiße. Okay, ein Eingang weiter nach rechts. War das da? Gut, jetzt habe ich eh keine andere Wahl, als hier nachzugucken. Denn mit Mumbo werde ich hier nicht mehr rauskommen. Aus diesem Krater.
Lalala. Man kommt mit Mumbo generell auch nicht hier hoch. Wie mir gerade auffällt. Ne. 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 Hm. Ja. Hm. Hm. Spiel. Hm. Ich habe mich auf Wolkenwonderland gefreut, Leute. Ich habe mich echt drauf gefreut, hier wieder zu spielen. Was kommt? Sonne scheiße. Egal. Ich würde an der Stelle erstmal sagen, was ist mit dieser Folge von Let's Play Banjo-Tooie. In der nächsten Folge werde ich gucken, ob ich denn noch irgendwas an Jiggies hier kriegen kann. Derweil würde ich aber immer noch sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin HBK und tschüss, bis dann.